Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, heute sind wir auf der Lasi-See. Ja. Einige von euch haben die Folge vielleicht schon kurz gesehen, aber wir mussten die nochmal runternehmen. Haben noch zwei, drei Sachen neu geschnitten und jetzt gibt's hier die frische Folge für euch. Einfach so. Achso, und schönen Sonntag wünsche ich euch auch noch. Ja. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Vlog hier nennen soll. Warte mal, Vito hat gesagt, ich kann auch den E-Roller nehmen. Wo ist der E-Roller? Er hat mich verarscht, hier steht kein E-Roller. Freunde, wisst ihr überhaupt, wo wir hier gerade sind? Da oben. Freiland, ganz vergessen, die Grüne schreiben nicht. Ich bin jetzt mal beschweren. Ja, ich muss rechtzeitig noch abziehen. Ja. Dann machen wir es offiziell. Herzlich willkommen bei Kaiserwetter hier bei uns bei dem Forschungs- und Technologiezentrum in Ladungssicherung selbst. Ich habe gedacht, wir fangen mal an mit 3 Stunden Theorie, ne? Und dann wie in der Fahrstunde und dann gehen wir eine halbe Stunde raus zum Fahren. Ich wollte es eigentlich andersrum machen. Ne? Kurze Einweisung, kurz knackig und dann rausgehen. Wenn ich jetzt, das ist jetzt hinten, ich habe jetzt hinten die besseren Räder, gibt das Auto nochmal, bleibt das Auto stabil. Ne? Sag mal, Kollege, ich habe noch so eine Jacke in Orange für dich, wenn du willst. Genau, die mag ich in Orange. Sexy. Nein, ich habe eine im Auto, aber danke für euer Mitgefühl. Kann dir wohl das Bunny-Kostüm geben? Der Hase als Hindernis. Komm jetzt mit dem Auto, setz mich davor und dann fahren wir alle gemeinsam die Einführung. Wir sind auf der Lasi-See. Ich lass, ach, da unten steht der E-Roller, geil. Ich lass mal die Katze aus dem Sack. Ich habe ja lange habe ich euch ja erzählt, dass wir hier was Geiles geplant haben. Und jetzt ist es soweit. Wir haben unseren ersten, ich weiß gar nicht, wie ich den Kurs nennen soll. Basic Driver. Schreibt mal in die Kommentare, vielleicht fällt euch ein geiler Name ein für einen Sicherheitskurs. Es ist zu viel, Freunde. So, guck mal, da hinten fahren unsere Autos, da hinten ist schon richtig was los. Kann man das sehen? Freunde, ich sag's euch, es ist, die Lasi-See brennt. Und ich auch mit dem E-Roller jetzt hier. Ich hoffe, das muss ich hier was einschalten. Komm, wir machen Intro und dann geht's los. Meine Güte, ey. Richtig was los hier. Dann fahren wir mal, fahre ich mal gemeinsam mit euch. Aha. So. Ja, das ist nämlich, ich hoffe, man hört das auch mit den Windgeräuschen, das ist unser geiler Kurs. Es wird so sein, dass wir mit Fahranfängern, weil die nämlich immer alle Bock haben, mit dem R8 zu ballern und meinen, die haben es richtig drauf, werden wir hier schön über die Lasi-See ballern und da machen wir dann Sicherheitstrainings, Freunde. Ich fahre hier wahrscheinlich gerade voll durch die Spur, der Harald, das ist der, ich weiß gar nicht, Geschäftsführer, das ist glaube ich das. Der leitet die ganze Bude hier. Der fährt schön mit den Autos jetzt erstmal hier rum. Macht da schön eine Anleitung. Guckt euch das mal an, wie das hier läuft. Das ist die Kreisbahn. Richtig geil. Auf diesen Dingern üben wir dann nachher nicht nur das Querfahren, auch das Übersteuern und Untersteuern. Also im Prinzip ist das ja fast das Gleiche. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Guck mal, da hinten kommt auch unser R8. Richtig geile Karre. Meine Güte, Freunde, die Lasi-See. So sieht's aus. Ich bin richtig stolz darauf. Es macht richtig Bock. Also es wird so sein, dass ihr dann auch daran teilhaben könnt. Was die Bude kostet, weiß ich immer noch nicht, aber es wird auf jeden Fall erschwinglich für euch sein. Ich mache das zusammen mit Vito auch, Firma Vima, Hashtag Schleichwerbung. Ist keine Dauerwerbesendung, ist nur, ist Vito. Vito hat's halt auch drauf. Da geht's darum, dass ihr mal lernt, was euer Auto überhaupt kann, driften können, wie ihr wegrutscht, wie das alles funktioniert, wie diese ganzen Helferchen funktionieren. Helferchen, was für ein Wort. Also ESP, ABS, ASR, was das alles macht. Und was es macht, wenn es das nicht mehr macht. Und was es macht, wenn ihr scheiße Reifen habt, weil ihr 27,95 Euro nur für eure Reifen ausgeben wolltet, aber 8.000 Euro für eure Felgen. Das nehme ich. Aber da werdet ihr ja sehen. Und all diese Sachen machen wir hier auf der Lasi-See. Mann, ey, pass auf, ich zeige euch mal einen richtig geilen Porn von der Bude hier. Und danach nehme ich euch mit durch die Folge. Ist das ein Deal oder ein Deal? Deal. Let's go. Ha ha ha!
brothers on the rise now. Flow like water, so I'm going mainstream. Nice, nice, nice. Schön mit Warnweste, Freunde. Immer mit Warnweste. Hier ist Auslaufzone oder was? Da kann ich ja hier stehen. So ist das dann hier mit uns auf der Lasisee. Schönes Ding, schönes Ding. Hab ich richtig Bock drauf. Es geht mir halt um diesen Mehrwert, wisst ihr? Weil viele haben auch immer in die Kommentare geschrieben, boah, was willst du mit einer 8 mit dem Fahrschulwagen? Kann ich dir sagen, euch sensibilisieren. Dass du nicht meinst, du kannst hier mit 280 in die Kurve ballern, du hast es richtig drauf. Und dann muss einer deiner Mama sagen, der Kevin kommt nicht mehr nach Hause. Also nicht unser Kevin, anderer Kevin. Das ist nämlich scheiße. Und damit ihr mal checkt, was da so abgeht, ballern wir schön hier durch. Oh, da hinten fährt er. Ist das der? Ich sehe das gar nicht. Doch, das ist er. Richtig geiles Ding, schön umgebaut. 610 PS. Fährt ja wie meine Großmutter, die keinen Führerschein hat, durch die Kurve. Mal Gas geben! Und? Geht gut, ne? Vor allem der Harald hat auch Bock. Das macht Spaß mit ihm. Das ist halt nicht so luschig so mit so, oh, mal eben ja, gucken. Mach mal, genau, bei Auslauf machen. Ja, geil, machen wir gleich, auf jeden Fall. Bei sowas bin ich auch mal dabei. Was denn? Macht, was er will. Ja? Ich hab schon richtig zittrige Knie. Ehrlich. Ich hab schon gesehen, du bist einmal richtig so. Das ist richtig wild gerutscht, ne? Ja. Aber geil, oder? Ja, es macht auf jeden Fall Bock. Also, ohne Scheiß, das ist halt richtig Adrenalin pur, ne? Schön. Great. Hallo, sind Sie bereit für ein Interview? Hallo. Aber Harald ist cool, macht Bock mit ihm, ja, oder? Also ist nicht so langweilig, so fahr mal langsam. Ey. Sagt er das mal drauf oder so ein bisschen schneller, oder? Ja, geil. Ganz Zeit. Du hast die Fliegen hinter der Scheibe kleben. Ah, sehr gut, sehr gut. Schön, sauber, wir gehen zur Besprechung. So, da hinten kommt Vito. Schön. Ja, ihr seht ja, was wir hier machen. Wir gucken uns jetzt das mal an. Wir besprechen jetzt einmal so ein bisschen, dass ihr auch seht, wie das für euch als Teilnehmer ist. Fragen wir mal ein, zwei Teilnehmer, wie die das so finden. Hier, Ronny. Und Ronny, wie ist so? Boah, ganz ehrlich, ich habe wirklich zittrige Knie. Aber du hast dich schon getraut auch, ne? Ihr ballert alle ganz schön, ne? Du kannst ruhig auch drücken, ne? Hast du mir die Hände geschaltet? Nee, ne? Gleich hier noch mal 3 Uhr. Oh, einmal nur. Wie war die Nummer für euch erstmal? Was gemerkt? Na klar, steigende Geschwindigkeit, ich habe weniger Zeit, meine Hütchen ist immer das gleiche Hütchen gefallen, andere sind gar nicht gefallen. Ne? Komischerweise dreimal das gleiche Hütchen gefallen. Ich sage nicht, wer es war, ne? Ist auch egal. Oh, der riecht gut. Und wie ist so? Geht dir schon ein bisschen kotterig mit der Karre oder geht? Wenn du im ersten Gang, wenn du manuell, muss man manuell schalten und dann richtig... Ja, ich schalte den manuell. Ne? Sobald du mit der Wippe, ach, dann ich. Schaltet er nicht mehr. Doch, der schaltet mir schneller. Wie schneller? Mach mal an. Wenn die Wippe macht, eins, ne? Ja, starte erstmal. Kannst du direkt starten. So, das heißt hier Paraselect. Du bist auf Komfortmodus. Ja, weiß ich doch nicht. Drück mal drauf. Mach mal, bis Dynamik steht. Ja, so kannst du lassen. Ja, Dynamik ist der richtige. Gib mal Gas, hörst du schon Dynamik? Das ist, der schaltet mir bis 6. Gang hoch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bleibst du dynamisch.
Also ihr seht, was wir hier machen, das ist eine ziemlich geile Geschichte und auch kein Kindergeburtstag. Also wir fahren hier nicht irgendwie im Kreis und mal so ein bisschen bremsen oder so. Da ist schon richtig Druck auf der Pelle. Und ihr sollt ja auch checken, dass das manchmal nicht funktioniert, was ihr da geplant habt. Genau darum geht's ja. Und wo wollt ihr das anders ausprobieren als hier? Hörst du ja im Hintergrund. Oh, ja, hat nicht so gut geklappt. Aber genau dafür ist das da, dass ihr halt seht, was macht das Auto, wenn ihr mal übertreibt. In der 30-Zone ist halt kacke, da kannst du es nicht bringen, ballerst irgendwo rein, alles scheiße. Aber hier ist doch geil. Hier kannst du schön raufdrücken und hier könnt ihr selber auch merken, also ihr habt hier genug Auslaufzone, hier kann eigentlich nichts passieren. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da musst du schon herbe übertreiben, damit hier was schief geht, ganz ehrlich. Der Nils gibt auch immer gut Gas, hat er gerade auch schon. Ah ja. Freunde, so sieht's aus. Oh, da kommt der R8 wieder. Komm, das gucken wir uns auch noch an. Ich mag das. Klingt auch immer ganz geil. Ist übrigens mein Dad, der die Karre fährt. Der fährt nämlich auch ab und zu mal damit. Und ich habe gedacht, besser, wenn er mal so ein Training mitmacht. Ja, vor die Vollkasko packt oder was. Schön. Ja, Freunde, falls es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns auf der Lasisee. Weiter, wieder. Und so, wir machen richtig geile Sachen hier. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch vorstellen könnt, was wir hier noch so machen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.